Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Train Sim World 4. Zusammen mit mir, ich bin der Dennis Spieters hier auf dem PC. Ja, das erste Szenario mit dem neuen Steuerwagen, Expert Steuerwagen, zusammen mit der Expert BR101 hier zusammen auf dem PC in oder auf der Strecke Riesa Dresden. Das ist ein offizieller Fahrplan. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal mit einem kleinen Szenario von Riesa nach Dresden und ich würde sagen, los geht's, machen hier noch ein schickes Foto und dann sehen wir zu, dass wir hier weiterkommen. So, Türen sind, glaube ich, jetzt soweit geöffnet. Ja, sind geöffnet. Gut, dann können wir weitermachen. Und zwar müssen wir jetzt natürlich die Spitzensignale sind schon, aber wir müssen die SIFA noch aktivieren. Die machen wir hier. So. Genau. Dann müssen wir die Zugsicherungssysteme noch, beziehungsweise die BZB auf normal, genau. So, dann, das ist normal. Instrumentenbeleuchtung ein, Führerstandsbeleuchtung nicht. Wir haben den IC. Normalerweise steht das doch hier immer. Wir haben den IC. Wir haben den IC 2044. 2044. So. Wir sind angemeldet, sehr schön. Gut, ich würde sagen, wir sind voll und glatt abfahrbereit. Die haben wir den Bremsschlüssel denn jetzt schon aufgemacht? Nein, genau. So, Bremsen lösen. Und da würde ich sagen, los geht's und die keine Zeit verlieren. Auf geht's! 42 Kilometer bis Dresden Neustadt. Wunderschön, wunderschön. So irgendwie mit dem Zugsicherungssystem, ich weiß nicht. Spurkranz für uns. So, sie fast deaktiviert, aber die PCP. Ach, egal, was war das? Mit der PTB, ich habe das doch eigentlich aktiviert, oder nicht?
Ich blick nicht mehr durch. Blicke ich gerade nicht so ganz durch, wie das hier funktioniert mit der PCB. LZB. Da steht auch nichts von PCB. Blicke ich gerade nicht so ganz durch. Naja, lassen wir das erstmal. Ist aber auch keine Leistung mehr. Ach, weiße. Irgendwie ist das noch nicht so hundertprozentig, habe ich das Gefühl. Da kann man das einschalten. Das muss man erstmal wissen. So.
Jetzt haben wir auch keinen Vortrieb mehr. Das gibt's doch alle gar nicht. Ey, da glaubt dir kein Mensch, ehrlich. So. Endlich. Also hundertprozentig ist die noch nicht. Naja, Hauptsache wir fahren wieder. Und die PZB ist auch noch nicht irgendwie. Da blicke ich überhaupt nicht durch. Wunderschön, wunderschön. Ja, an sich ein schöner Steuerwagen, nur wie gesagt, da gibt es auch so ein paar Dinge. Die müssen doch sich verbessern auf jeden Fall. Also PZB irgendwie, das funktioniert überhaupt nicht. Oder ich mache irgendwas verkehrt, ich weiß es nicht. So, 130.
dann gleich 160. Da müsste man normalerweise LZB fahren. Aber hier ist ja überhaupt nichts. Das ist ich verstehe es nicht. Ich habe das alles eingeschaltet, aber Uhrzeit stellen, Bordgerät zur Fahrzeugtour. Starten mit E. Ich würde ja gerne starten, aber wie? Tut sich nichts. Gar nichts mehr. Komisch, komisch, komisch alles. So ein bisschen kompliziert alles irgendwie, habe ich das Gefühl. Bisschen zu schnell gerade. Obwohl halt eigentlich auch schon wieder egal ist.
Zeitstelle, Bordgerät, Nebulanutzer, Nutzer, Information. Blicke ich nicht durch. Wunderschön, wunderschön. Also wie steht's mit euch? Werdet ihr euch dieses Fahrzeug DLC kaufen? Und auf was seid ihr am meisten gespannt? Was interessiert euch am allermeisten an diesem Fahrzeug? Schreibt es gerne mal in die Kommentare, würde mich auf jeden Fall mal interessieren. So, sind es jetzt noch gute 17 Kilometer bis Dresden-Neustadt. Und dann ist ja nur noch ein Katzensprung bis Dresden. Also zum Hauptbahnhof. So ordentlich KI-Verkehr hier, also ist uns ist schon einiges entgegengekommen, aber wie gesagt, das hier mit dem Ebola, das ist noch so eine Sache für sich, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh, gleich. Oh. Mal ein bisschen langsamer werden hier.
Normalerweise hätten wir jetzt quittieren müssen, aber irgendwie scheint das ja mit der PCB und so weiter nicht zu funktionieren. Komischerweise. So, werden wir erstmal halten müssen an dem roten Signal. Ich sehe gar keins hier. Doch da. Dann werden wir da mal halten. So, können wir mal vielleicht mal ganz kurz noch mal schauen, warum die PCB hier nicht funktioniert. So, wir dürfen wieder. Naja, wir haben es versucht. Was soll ich machen? So, dann sind wir gleich in Neustart.
An sich fährt er sich ganz gut, nur es gibt so ein paar Dinge, wo ich sagen muss, die müssen noch verbessert werden, definitiv. Wie zum Beispiel das mit der PCB und so weiter. Das sind so Dinge, die sind existenziell, die müssen schon vernünftig funktionieren. Bin da gleich mal bei der Auswertung gespannt. Wir da irgendwie Abzug kriegen, weil wir die Sicherungssysteme nicht eingestellt hatten. Da bin ich echt mal gespannt. So, gleich 80 und sind wir da in Neustadt. So, Einfahrt Dresden-Neustadt. Sehr, sehr schön. Natürlich 10 Minuten zu spät, weil wir ja da hinten angehalten haben und ach, solche Dinge. Aber das ist eigentlich auch schon wieder relativ. So. Wie gesagt, das mit der PCB, das ist echt noch ein Rätsel. Also wenn ihr da mehr wisst, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben.
So, wir verriegeln die Türen. Warum verriegelt ihr denn die Türen jetzt nicht? Herrgott nochmal, ey. Hat er die jetzt verriegelt oder nicht? Es verriegelt ja die Tür nicht, da glaubt ihr doch kein Arsch. Vorgang eingeleitet. Ach Leute, wisst ihr was? Ich habe keinen Bock mehr. Da macht ihr echt keinen Spaß. Schließvorgang eingeleitet. Nee, macht irgendwie keinen Spaß.
soll ich sagen. Es ist schon ein bisschen komisch alles. Also zählt ja wahrscheinlich auch nicht, wenn wir in Dresden ankommen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, was hier abgeht. Keine Ahnung. Ich kann aber das Szenario auch nicht abschließen, weil ich die Tür nicht öffnen kann. Oder? Ach, ich weiß es nicht. Ich öffne die gleich mal manuell. Vielleicht hilft das. Ich kann es wirklich nicht sagen. Komisch, 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 komisch.
Komisch, komisch, komisch. So, und der hat überhaupt keinen Griff hier. Ne, also das war's dann auf jeden Fall erstmal mit dem Szenario, auch wenn das irgendwie komisch endete wegen den Türen und überhaupt, das hat noch so ein paar Bugs, die das Ganze. Ich hoffe, es hat euch trotzdem einigermaßen gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht immer gar nichts. Passt auf euch auf. Habt eine schöne Zeit, habt eine schöne Restwoche. Bleibt mir treu, lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Euer der Dinge spielt das Sort rein. Ciao, Servus und Tschüss.